wahnsinnig viele Trends, die man hier erkennen kann. Wo ich sage, jeder, der hier teilnimmt, findet irgendwas für sich. Künstliche Intelligenz, auch wenn das noch ein weiter Weg ist zu gehen, aber die ersten Schritte sind gegangen und man merkt einfach, das ist ein wichtiges Thema und es ist großes Interesse da. Und die Leute überlegen sich, was man heute schon integrieren kann in der Embedded-Welt. Agilität, wie sieht es damit aus? Also Richtung Digitalisierung der Unternehmen ist ein Trend. Genauso wie gerade, wenn man in Richtung Embedded-Geräte denkt, Web of Embedded. Safety und Security, das sieht man auch an den Themen, dass zum einen sichere Software-Programmiersprachen umgesetzt werden oder dass es mehr Vorträge darüber gibt. Jeder, der mit Embedded Software-Entwicklung etwas zu tun hat, muss auf diesen Kongress einfach kommen. Ganz klar natürlich allen, die wirklich selber aktiv Software entwickeln. Der Softwareentwickler, der Architekt, der Tester, aber auch Produktmanager, Forschungsbereich, Innovationsbereich. Jeder, der hochkarätige Inhalte sucht und jeder, der Inspiration sucht und neue Ideen, der sollte hierher kommen. Die Highlights für mich bislang waren wirklich die Vorträge über Rust. Der Security-Anteil, da gab es sehr spannende Vorträge zum Thema, wie kann ich KI vertrauen, wie kann ich KI beherrschbar machen. Das erste Highlight war ganz einfach, wieder dabei zu sein. Kein virtuelles Event. Das sind die Gespräche, es ist eben die Stände, die Aussteller, wo da sind und halt die Leute, wo hier sind, mit denen man sich austauschen kann. Jahre ESE, das finde ich ganz toll. Herzlichen Glückwunsch an Sie. Die Grundidee, den Ingenieuren in der Industrie Grundlagen rüberzureichen, die sie brauchen für ihre Softwareentwicklungsarbeit und dann auch Anwendungs-Know-how, die existiert bis heute, ist bis heute der Erfolgsgrund dieser Veranstaltung und der Bedarf ist nach wie vor da. Ich glaube, es ist ein Selbstläufer, weil wir nie als Selbstläufer gesehen haben. Wir haben uns immer überlegt, was können wir besser machen, wo können wir neue Themen reinbringen. Wir haben uns nie darauf verlassen, dass es nächstes Jahr genauso funktioniert wie dieses Jahr. Es ist ein sehr, ich sag mal, familiärer Kongress. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich heimelig. Es ist für mich insofern eine Konstante, dass mit gleichbleibender Qualität hier jedes Mal neue Vorträge sind. 15 Jahre ESE bedeutet für mich viel Spaß, viel Informationen, viel Austausch, viele Anregungen, viele neue Kontakte. Es soll mindestens weitere 15 Jahre auch weitergehen.